es wäre ein extrem wichtiger Sieg für die ZSC Lions gegen den HC Lausanne. Sie verlieren die Partie mit 3:4 nach Verlängerung und es sieht weiterhin sehr eng aus in der Tabelle. Es geht im Moment darum, sich einen Playoff-Platz zu sichern und die ZSC Lions müssen am Freitag gegen Rapi 3 Punkte holen. Ja, Phil Baltisberger, es war ein hart umkämpfter Match. Schlussendlich haben wir knapp verloren. Unter anderem auch durch ein paar Fehlpässe, die dort passiert sind. Wie kann man das ändern? Ja, ich denke, wir wollen einfach spielen, nicht die komplizierten Pässe machen und dann wird das nicht vorkommen. Einfacher spielen, das heisst auch geradliniger aufs Goal fahren, Beine mehr bewegen oder wie ist das konkret umzusetzen auf dem Eis? Ja, genau. Einfach Zug aufs Goal, Beine bewegen und einfach dagegen hindern. Gut arbeiten und dann ja, wird es gut kommen. Wenn man jetzt so knapp ein Goal hinlegt, kurz vor dem letzten Drittel, was passiert dort in der Garderobe? Ja, ich denke, wir sind sicher nicht zufrieden mit den ersten zwei Dritteln. Es ist ein bisschen laut geworden. Und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir rausgehen und einfach alles geben, um die Goal zu schiessen. Das, was wir auch gemacht haben, aber nachher haben wir das Spiel eigentlich blöd aus den Händen gegeben. Inwiefern haben wir es aus den Händen gegeben? Ja, am Schluss echt eben blöde Strafe. Nachher haben wir einfach nicht können. Das ja zumachen und sie haben nachher ein Goal geschossen und dann in der Overtime und sie dann auch ein Goal geschossen haben. Wie müsst ihr das jetzt konkret ändern für das Spiel gegen Rapperswil am Freitag? Ja, wir müssen einfach unser Spiel spielen, das was der Coach will, von Anfang an 60 Minuten und dann kommt das gut. Es wäre ein enorm wichtiger Sieg jetzt für die ZSC Lions. Leider haben wir knapp verloren. Wie geht ihr jetzt ins nächste Spiel gegen Rapperswil am Freitag? Ich denke, wir werden dort anfangen, wo wir in Ambri und Zug aufgehört haben, dass wir Druck machen auf den Gegner und dass wir ein bisschen besser anfangen. Und natürlich, dass wir die 3 Punkte holen in Rapi. Es ist viel vom neuen System geredet worden. Ist das vielleicht auch noch nicht ganz so gefestigt? Dana hat gesagt, ihr müsst geradliniger und mit mehr Tempo aufs Goal fahren. Man hat heute gerade beim dritten Goal das Gefühl gehabt, ihr macht das, aber sonst zwischendurch nicht. Ja, ab und zu haben wir ein bisschen zu viel rumgespielt. Wir müssen schauen, dass wir geradliniger spielen können. Ich meine, wir haben Back aufs Goal gebracht und sind auch reingekommen. Und dann kann man, so kann man weitermachen. Trotz allem ist deine Linie zusammen mit dem Simon Bodemann und dem Dennis Hollenstein im Moment die erfolgreichste. Was macht euch so gut? Ich glaube, mit dem Ball bewegen, das ist sicher gut. Und spielen Pass von Stock zu Stock und dann bringen wir den Chip aufs Goal. Und eben heute ist es jetzt gerade ein paar Mal reingekommen.